Ferdinand, Graf von Zeppelin, sein Werk Das lenkbare Luftschiff und Kapitän Hugo Eckener, Deutschland-Genies Forscher-Erfinder, Vorbilder in Wissenschaft und Technik. Hallo, liebe Interessierte und Freunde, ich will in diesen Vorträgen die positiven Seiten Deutschlands zeigen und pflegen. Ich stelle mehr als 60 vorbildliche deutsche Naturwissenschaftler, Techniker und Forscher vor mit ihren Biografien und mit ihrer Arbeit. Hier ist die alphabetische Übersicht. Dieses Kapitel zeigt das Werk von Ferdinand Graf von Zeppelin, die Erfindung des lenkbaren Luftschiffes, sowie Notizen über Dr. Hugo Eckener, den besten Luftschiffkapitän. Zur ausführlichen Biografie von Graf Zeppelin verweise ich auf den ersten Teil. Nach dem Tod von Graf Zeppelin 1917 und dem Ende des Ersten Weltkrieges 1918 gab es eine Pause in der Luftschifffahrt. Erst ab 1924 kam es unter Zeppelins Nachfolger Hugo Eckener 1858 bis 1954, der bewusst von Anfang an die zivile Luftschifffahrt bevorzugte, zur zweiten Blüte der großen, starren Luftschiffe. Diese Zeit fand ihr Ende mit dem Brand von LZ-129 Hindenburg und 36 Toten am 6. Mai 1937 in Lakehurst bei New York, hier im Bild. In dieser Blütezeit war der LZ-127 Graf Zeppelin hier im Hangar in Lakehurst das erfolgreichste Luftschiff überhaupt und führte von 1928 bis 1937 insgesamt 590 Fahrten durch, davon 144 Ozeanüberquerungen. 1937 wurde der völlig intakte Graf Zeppelin nach der Hindenburg-Katastrophe außer Dienst gestellt. Hugo Eckener war der erfolgreichste Kapitän der Luftschiffe. Wegen seiner Vorsicht und Erfahrung kam kein Passagier auf seinen vielen Flügen zu Schaden. Eckener begründete ab 1928 eine regelmäßige Non-Stop-Transatlantik-Verbindung noch vor den Motorflugzeugen. Hier Eindrücke davon im Bild. Na, wer wäre von uns so schwindelfrei wie diese Maschinisten, bei laufender schneller Fahrt und vibrierenden Motorgondeln hoch über den Wolken? Kapitän Hugo Eckener führte 1929 auch eine Weltumrundung mit der Graf Zeppelin LZ-127 durch, die bis heute einzige Weltumfahrung durch ein Luftschiff. Hier einige Eindrücke davon im Bild. Für die Gäste, die es sich leisten konnten, gutbürgerliches Ambiente hoch über den Wolken. Es gibt Berichte über diese Flüge, die ruhig und vibrationsarm waren und diese als die schönste Art des Reisens beschreiben. Bei solcher Innenausstattung muss man bedenken, dass die Luftschiffe damals mit dem Luxus der großen Ozeandampfer konkurrieren mussten. Dr. Hugo Eckener war ein ganz bewusster Nazi-Gegner und wurde von diesen 1933 aus dem Unternehmen verdrängt. Eine Verhaftung des populären Lufthelden, der auch in Amerika berühmt war, wurde nur durch Hindenburgs Einsprache verhindert. Versuche von Eckener und anderen scheiterten, nach dem Zweiten Weltkrieg die Luftschifffahrt wieder zu beleben. Erst 1997 kam es zum Erstflug eines neuen Zeppelin NT. Die Luftschiffe und die Flugzeuge konkurrierten noch lange um den Vorrang in der Luftfahrt. Erst in den 1930er Jahren gewannen die Flugzeuge das Rennen. Ferdinand Graf von Zeppelin zu seinem Werk und dessen Wirkung. Bei lenkbaren Luftschiffen unterscheiden wir erstens Prallluftschiffe, sogenannte Blimps, von Englisch limp gleich schlaff. Zweitens halbstarre Luftschiffe, half-rigged airships. Und drittens starre Luftschiffe, rigged airships. Die Prallluftschiffe oder Blimps, hier ein Beispiel im Bild,
sind ohne ein Innengerüst. Sie werden alleine durch ihre Gasfüllung heute immer mit Helium mit Überdruck in Form gehalten. Die Luftschiffhülle ist dabei wie bei Ballonen der Behälter für das Traggas und zugleich das tragende System. Bei Prallluftschiffen wird eine Volumenänderung innerhalb der Luftschiffhülle, welche sich durch Luftdruckschwankungen oder durch Temperaturänderungen des Traggases ergeben kann, durch Ballonnetz ausgeglichen, von Französisch kleiner Ballon, hier im Schema. Mit Ballonnetz kann zudem auch der Auftrieb gesteuert werden. Die Ballonnetz sorgen dafür, dass innen immer ein kleiner Überdruck zum äußeren Luftdruck herrscht. Hierdurch bleibt der Auftriebskörper stets prall und die Form bleibt gleich. Bei einem Erschlaffen der Hülle ginge die Steuerbarkeit verloren. Hier im Bild überdeutlich zu sehen bei dem mutwillig ausgelösten Absturz eines Prallluftschiffes bei einem amerikanischen Atombombentest 1957. Halbstarre Luftschiffe, hier mit der Norge ein berühmtes Beispiel, besitzen ein teilweises Tragegerüst, meist ein Kielgerüst, überwiegend aus Aluminium mit einer Längs- und Querverstrebung, sowie mehreren verschiedenen Gaskammern und ebenfalls einem Druckausgleich mit Ballonnetz. Halbstarre Luftschiffe können größer gebaut werden als Blimps und haben bessere Flugeigenschaften. Die heutigen modernen Luftschiffe sind wie die Zeppeline NT halbstarre Luftschiffe, immer gefüllt mit dem heute leicht verfügbaren, nicht brennbaren Helium und nicht mehr mit dem gefährlichen Wasserstoff. Die halbstarren Zeppeline NT, das steht für neue Technologie, besitzen eine teilweise Innenkonstruktion aus Aluminium mit Quer- und Längsstreben sowie eine große Gaszelle. Sie sind bis 125 Stundenkilometer schnell und haben eine Reichweite von 900 Kilometern, die mit Zusatztanks erweitert werden kann. Sie sind extrem manövrierfähig mit zwei seitlichen schwenkbaren Rotoren, hier im Bild gut zu erkennen. Zu ihrer Punktlandung benötigen die Zeppeline NT lediglich eine Bodenmannschaft von 3 Personen, hier ein Bild aus Friedrichshafen heute. Das sah früher wegen des Auftriebs der riesigen Luftschiffe ganz anders aus. Hier die Bilder zum Vergleich. Früher war es ein gesellschaftliches Ereignis, die majestätischen Luftschiffe am Boden festzumachen oder auch festzuhalten. Die dritte Kategorie sind die Starrluftschiffe, wie die alten Zeppeline. Sie bestehen aus einem Gerüst aus Aluminium, hier eindrucksvoll im Bild zu sehen, das mit Stahlseilen verspannt wird und einer Außenbespannung. Durch mehrere innenliegende und voneinander unabhängige Gaszellen entfällt die Notwendigkeit von Ballonnetz und das Risiko bei einer Havarie sinkt. Hier das komplizierte Innenleben eines großen Luftschiffes wie der Graf Zeppelin. Die rosafarbenen Zellen sind die Wasserstoffgaszellen und die magentafarbenen sind Zellen mit Blaugas, also Stadtgas, brennbarem Gas, gefüllt. Dafür bieten die imposanten Starrluftschiffe aber auch viel mehr Platz für Passagiere und Fracht. Es wurden etwa 120 deutsche Zeppeline gebaut und etwa 50 Starrluftschiffe anderer Hersteller. Der letzte Zeppelin war die LZ-130, Graf Zeppelin II hier im Bild, die 1938 in Dienst gestellt wurde und 1940 auf Anordnung von Hermann Göring wegen des Krieges abgewrackt wurde. Der Luftfahrtminister empfand keine Sympathie für die großartigen, aber kriegstechnisch nicht effektiven Luftschiffe. Es geht doch wieder weiter. Seit 1995 wurde in Friedrichshafen mit dem Bau von Prototypen des Zeppelin NT, neue Technologie, durch die Luftschiffbau Zeppelin GmbH begonnen. 1997 führte der Prototyp seinen erfolgreichen Jungfernflug durch.
Seit 2001 wurden schon viele problemlose Passagierflüge durchgeführt. Der Zeppelin NT besitzt drei Motoren und ist mit diesen sehr manövrierfähig. Er kommt mit mobilen Landemasten, aus und einer minimalen Bodenmannschaft. Diese Modelle haben 75 Meter Länge wie ein großer Airbus. Sie fliegen meistens in 300 Metern Höhe, können aber maximal bis etwa 3000 Meter steigen. Die Passagiergondeln bieten heute nur noch für 14 Passagiere Platz. Weitere Verwendungen für Werbung, Gütertransport, Vermessungen und Expeditionen sind auch wegen des vibrationsarmen Fluges im Gebrauch oder in der Planung. Die Zeppelin Luftschifftechnik GmbH in Ludwigshafen ist noch nicht alleine, aber mit Hilfe der Mittel der Zeppelin Stiftung lebensfähig. Das Erbe des Grafen lebt also weiter. Wir sind gespannt, was die Zukunft der Luftfahrt noch bringt. Zum Abschluss sind hier die Nachweise von Bildern und Literatur. Ich verweise auch auf die übrigen Kapitel. Die bunte Mischung aus Wagemut und Naturwissenschaften möge unseren Blick über die Fachgrenzen hinaus erweitern und unser historisches Bewusstsein stärken. Denn es waren unsere deutschen Vorfahren, die, wie Ferdinand von Zeppelin und Hugo Eckener, erfinderisch und kreativ waren und unsere Welt durch die Luftfahrt bunter gemacht haben. Dr. Hans-Jürgen Alexi. Wenn Ihnen die Vorträge gefallen, dann klicken Sie gerne auf den Button Abonnement am Ende. Sie werden damit automatisch über Neuerscheinungen informiert.